sind jetzt oben an der Terrasse angekommen und schaut euch diese Aussicht einfach mal an. In this world can't pick and choose, yeah. Everybody's life is on display, including you. Yeah, I feel every day is just the same, stuck in a loop. I need some variety, I'm sick of this anxiety. I'm sick of this society, they make us feel a rival. We compare ourselves to others, but we all got different mothers. We were raised in different structures, so we're different, it's no wonder, yeah. I just want a great life, something where I feel like I just didn't waste time. Something I look back and say that was a great time. Cause man, I just hate when the years pass by the wayside. I'm so lost inside, and I need a little time to find who I am in this life. I will find a way to feel alive. I'm so lost inside. Herzlich willkommen hier in Alanya, genauer gesagt am Kleopatra-Strand, genau hier hinter uns, und wir sind zu Gast hier im Hatipoglu Hotel, einem 3-Sterne-Haus direkt in der Nähe vom Strand. I'll just enjoy what I'm doing, keep pushing forward and moving, appreciate the improvement, yeah. I was so stuck on a goal, was losing sight. Jetzt kurz davor an den Strand zu gehen, und zwar hier hinter uns ist direkt das Meer, und dann nehmen wir euch mit an den Strand. Sometimes I feel a presence, energy in a direction, so I follow intuition. It took me to a musician, now I'm on a different mission to help others with afflictions. Now I'm not lost inside, I finally have seemed to find who I am in this life. And I found a way to feel alive. Ihr wart bereits in der Türkei, dann lasst uns einfach unten in den Kommentaren mal da, wo ihr schon gewesen seid. Vielleicht könnt ihr uns noch etwas empfehlen, was wir als nächstes bereisen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir nehmen euch jetzt mal mit zum Frühstücksbuffet, denn hier im Hatipoglu haben wir mit Halbpension gebucht. Es gibt auch keine ganz andere Buchungskategorie, also ihr habt immer Halbpension dabei. Man sollte allerdings nicht zu viel erwarten, denn wir sind hier im 3-Sterne-Segment.
Wir werden uns jetzt mal auf die Hauptstraße begeben und die kleinen Läden, die hier überall verteilt sind, etwas auskundschaften und schauen, ob es vielleicht das eine oder andere für uns gibt. Wir nehmen euch mit zur Terrasse oben auf Alanya. Da hat man eine wunderbare Aussicht über das komplette Tal. Und wir sind schon ganz gespannt, vor allen Dingen, wenn man abends die ganzen Lichter sieht. Es ist bestimmt wundervoll und sehr romantisch. Also, bis gleich. Jetzt oben an der Terrasse angekommen und schaut euch diese Aussicht einfach mal an. Also es lohnt sich unbedingt hier hochzukommen. Ein Tipp von uns. Ihr habt hier oben Aussicht über den Osten und den Westen von Alanya. Und hier hinter uns, da seht ihr den Berg, wo die Burg von Alanya oben drauf ist. Da werden wir die Tage auch noch mit euch hingehen. Falls ihr vorhabt, zur Terrasse zu fahren, dann könnt ihr das mit dem Taxi machen. Es kostet One-Way 8 Euro circa aktuell und lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mit dem Taxifahrer ausmacht, dass er wartet, dann wartet er wahrscheinlich sogar bis zu einer Stunde. Ansonsten gibt es auch Taxiknöpfe, wo ihr einfach drücken könnt und dann bekommt ihr ein Taxi auf Ruf. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Am besten abonniert uns direkt und macht die Glocke an, dann seid ihr immer direkt
mit dabei, wenn das Video von uns online geht und könnt mit uns jederzeit um die Welt reisen. Uns fertig gemacht und wollen uns auf den Weg auf die Burg von Alanya oder das Castle machen. Hier hinten haben wir es, auf dem Berg. Da wollen wir hochfahren und dann anschließend später werden wir euch auch noch die Roomtour zeigen. Wir sind jetzt oben am Berg angekommen auf der Burg und machen einen kleinen Rundgang, werden euch das eine oder andere zeigen. Jetzt gerade hat es etwas geregnet, da haben wir Schutz im Restaurant gesucht, aber wir hoffen, dass das Wetter jetzt durchhält. Wenn ihr einen ruhigen Foto- oder Aussichtspunkt hier oben auf der Burg sucht, dann, wenn ihr zurückkommt an der Moschee vorbei, gleich den nächsten Weg rechts runter. Da trifft man eigentlich keine oder so gut wie gar keine Touristen an. Ich zeige euch das ganz kurz. Hier ist wirklich alles menschenleer. Hier sind jetzt nur wir und können hier ganz ungestört unsere Fotos aufnehmen. Also wirklich wunderbar hier und die Aussicht ist wirklich traumhaft. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude.
the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighs the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. So, wir sind jetzt hier auf der Fahrt nach unten. Für uns war es das heute jetzt hier auf der Burg. Unser Fazit: Wenn man eine gute Aussicht will, ist man besser beraten auf der Terrasse hier von Alanya. Versprochen, zeigen wir euch jetzt das Zimmer, aber wie gesagt, bitte erwartet nicht zu viel. Es ist ein kleines, charmantes Zimmer im 3-Sterne-Segment. Man hat aber hier eine wirklich Top-Lage umgeben von super vielen Restaurants und direkte Strandlage, kann man sagen. Es ist nur über die Straße und man ist hier am wunderbaren Kleopatra-Strand. Übrigens, wisst ihr, warum es Kleopatra-Strand heißt? Dann schreibt uns mal unten in die Kommentare. Wir sind gespannt, ob ihr es auch wisst. Die Auflösung dazu gibt es später. So, jetzt sind wir drin im Zimmer. Alles relativ klein und fein gehalten. Hier haben wir ein Doppelbett, was man auch zu zwei Einzelbetten zusammenstellen kann. Hier drüben Kofferablage, Tisch, ein Fernseher, eine kleine Sitzgelegenheit. Hier drüben geht es dann raus auf den Balkon. Und hier das Badezimmer. Also alles relativ klein, aber fein gehalten. Also für einen kurzen Trip können wir das Hotel hier empfehlen. Und hier geht es raus zum Balkon. Wir haben jetzt zwei Stühle und einen kleinen Tisch. Klein, aber fein.
Und hier eine wundervolle Aussicht über die Bucht. Nun die Auflösung, warum der Kleopatra-Strand hier hinter uns Kleopatra-Strand heißt. Es heißt der Geschichte nach, dass die Königin Kleopatra hier gebadet haben soll. Und danach wurde er dann benannt und sie hat sich unheimlich in diesen Strand verliebt. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, das werden wir heute nicht mehr nachvollziehen können. Aber so ist die Geschichte dazu. Wir haben es jetzt schon am frühen Nachmittag und werden uns dann langsam fertig machen zum Abendbrot und werden euch direkt mal mit dorthin nehmen. Wie gesagt, schon wie beim Frühstück, wir sind im 3-Sterne-Segment. Wir sollten da wirklich nicht zu viel erwarten. Ansonsten kann man auch die unzähligen vielen Restaurants hier in Alanya nutzen, die wirklich zum größten Teil super sind. Man sollte allerdings aufpassen, dass man auf gewisse Touristenfallen nicht hereinfällt. Das heißt, auf wesentlich überteuerte Preise auch darauf achten, wo vielleicht auch einheimische Gäste im Restaurant zu finden sind. Bei uns wird es jetzt langsam Abend und wir machen uns auf den Weg in den Hafen von Alanya und mal schauen, was es da so zu entdecken gibt für uns. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder abonniert uns direkt, um genau solche Leute wie euch zu erreichen, damit wir gemeinsam als große Community um die Welt reisen können. Take the pain.
on a new adventure.